Wir kommen heute zur nächsten Wochenzusammenfassung von den verschiedenen Clicker, Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel heute ist neu in der Reihe, ein neuer Clicker, der sich auf Steam eingefunden hat. Und das Ganze nennt sich Chicken Farm 2017. Also als erstes bitte mir das Spiel in irgendeiner Form eine Einleitung an. Also schauen wir mal, wie schwierig es ist und was es mir zu erklären hat. Also, was soll in der Chicken Farm wohl gemacht werden? Okay, it seems you almost have enough funds to buy your first chicken. Let's work. Gut, das heißt, ich habe $8.80 und click on a market to gain income. Das heißt, der Autoklicker funktioniert nicht. Okay, also wir haben jetzt genug. Dann kaufen wir uns jetzt das ernste Hühnchen. We only have enough for roadkill at the moment. Let's buy him. Gut, $10. Buy the roadkill chicken, return to the farm. Gut. Catch an egg. Was? Now that can you move until... Ah, okay, es ist runtergefallen. Let's move the basket. Ach, okay. Das heißt, dann kann ich nicht mit Maus, sondern muss ich tatsächlich mit Tastatur dann machen. Welchen Unterschied macht das, aus welcher Höhe das fällt? Wie viel hat das jetzt gebracht? $1. Ja, Egg Value $1. Egg rettet alle 25 bis 35 Sekunden. Let's upgrade your chicken. Sell your chicken by dragging it to the market. Was? Ich soll das jetzt schon wieder verkaufen? Okay, nicht zum Shop, sondern zum Market. Let's go back to the shop. Some chickens have abilities, so make sure to learn them and combine them with every others of maximum efficiency. Okay. Jetzt soll ich ein normales Chicken. Was sind denn jetzt die normalen Chicken? Jetzt sehe ich natürlich nicht. Okay, einen Scientist habe ich auch. Der kann Research generieren. Wahrscheinlich das da. So, Egg Value 1, 2 und 3. Alle 20 bis 25 Sekunden. Fat Rate 0,02 alle 60 Sekunden. Mhm. Das heißt, wenn das dann irgendwie dick ist, dann kann ich es tatsächlich verkaufen. Those are the basics. Don't forget to catch the multiple eggs consecutively to build your combo meter for a payout. Und das heißt, das Ding ist jetzt $3.33 wert und das ist $11.67 wert und ich habe $35 dafür bezahlt. Habe ich mit dem anderen eigentlich vorhin einen Verlust gemacht. Aber zumindest kann ich einfach ein bisschen rumklicken, auch wenn ich das manuell machen muss, um zumindest ein paar Eier bzw. noch ein paar Dollar zu sammeln. Und solange die Dinger in das Basket fallen, kriege ich zumindest noch ein paar dazu. So, die Frage ist, lohnt sich das? 22,5, 32. Erstmal so viele von den... Ah ja, es ist tatsächlich ein Roadkill-Huhn. Das heißt, da ist einmal die Reifenspur anscheinend, die da drüber gefahren ist. Also das Auto, was es überfahren hat. Das heißt, hier kann ich dann noch meinen Hühnerstall ausbauen und ich hoffe, dass ich relativ bald weitere Baskets bekommen kann. Okay, dafür brauche ich Research. Das heißt, da muss ich was erforschen, um dann weitere Baskets freizuschalten. Research until next unlock 05. Das ist auch zur Forschung. Also Forschung brauche ich eine ganze Reihe an Sachen. Und Cash-In. Why did the cross the road? Okay, aber was sind die Golddinger? Ist das die Premium-Währung? Zumindest habe ich noch kein Angebot, um die Sachen aufkaufen zu können. Und hier gibt es auch ein Research. So, dann kann ich ja schon mal das $20-Huhn einkaufen. So, das ist jetzt schon 6,67 wert. 3,33. Kann ich das mal nach unten setzen, damit die teuren Eier schneller nach unten plumpsen. Ja, das Einzige, was natürlich dann unpraktisch ist, das nächste Huhn ist dann eigentlich nicht sehr lohnend. Das heißt, das nächste wäre eigentlich mal ein Scientist zu kaufen. Das heißt, für 50 produziert keine Eier. Ja, genau, don't lay eggs. Und da brauche ich dann auch schon mindestens zwei Researches. Okay, das heißt, das da ist dieser Bonus. Das heißt, wenn ich da genug Eier habe fallen lassen, dann bekomme ich sozusagen einen extra Cash-Out. Ja, da wäre jetzt die Frage, lohnt sich das, das Roadkill so einzusammeln?
damit die natürlich dann möglichst zügig die Eier fallen lassen und ich mehrere dann einsammeln kann. Aber dann muss ich hier hin und her zwitschen. Ja, mit dem ersten Zeilentest. Und dann lass doch mal schauen. Also da du keine Eier fallen lassen kannst, kann ich dich ja ruhig hier hinsetzen. So, wenn die Dinger ausgewachsen sind, Fett 0,02 von 1,30. Das heißt, es braucht noch eine ganze Reihe, bis die fertig werden. Das heißt, dann machen wir doch jetzt erstmal hier das Ganze mit Rotkills voll und warten, dass ich möglichst schnell die Cashouts kaufen kann. Fallen die Cashouts eigentlich schneller aus, wenn die bessere Eier reinkommen? Ah ja, das ist schon automatisch generiert worden. Leider bekomme ich ja keine Anzeige, wann das nächste Ei fällig wird. Das ist natürlich ein bisschen schade. Sonst wäre es natürlich etwas einfacher, dann zu sagen, okay, ich lasse den Korb jetzt links oder rechts stehen. Und damit habe ich schon den nächsten Cashout und kann die nächsten zwei hier voll kaufen. So, jetzt habe ich zumindest das Maximum an Hühnern und muss jetzt nur noch ein paar Eier einsammeln, um natürlich das mit den Cashouts zu beschleunigen. Dann brauche ich zumindest nicht zu klicken. Okay, das heißt, sobald ich aber welche fallen lasse, wird der Cashout wieder zurückgesetzt. Das ist dann natürlich wiederum etwas anstrengend. Aber mal gucken, wo ich den zweiten Korb kaufen kann. Okay, jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich in dem anderen Modus oder in einem Bildschirm bin und ich natürlich gar nicht sehe, wo die rauspoppen. Gut, müssen wir erstmal gucken, wo jetzt hier so 5 Punkte, das sind dann für die Baskets. Basket Teleport. Alles so Basket, du go from first to last place. Na super. Das halte ich jetzt noch nicht für sehr praktikabel oder nicht für sehr vorteilhaft. Cerealien, adds an extra Dollar onto every egg caught. Okay, das wäre schon mal hilfreich. So, im Moment haben die noch nicht allzu viel zugelegt, das dauert eine ganze Weile. So, das heißt dann jetzt nach und nach dann, beziehungsweise ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal eins von den Rotkills dann nach und nach durch die Scientist ersetzen, dann habe ich nämlich nur noch 2 Reihen, die ich auffangen muss und bekomme mehr Forschungspunkte. Kann ich die jetzt eigentlich schon kaufen? Ne, muss ich natürlich erstmal den Platz schaffen. So, du bist jetzt schon 0,7, aber dein Wert hat sich noch nicht wirklich gesteigert. Das heißt, das wäre ein ziemliches Verlustgeschäft. Aber gut, die 7 Dollar irgendwas kann ich mir schon leisten und dann kann ich immer noch 2 Scientists dazu kaufen. Also raus mit euch. Und dann habe ich schon nur noch eine Reihe, die ich mit überprüfen muss. Und in die anderen kommen dann die Scientist Chickens. Aber anscheinend wird die Forschung immer automatisch ausgegeben. Wobei ich kann noch mal gucken, was man hier jetzt noch so anstellen kann. Ah, okay, es gibt auch noch Seltenheitseier. Die Safe Games werden wahrscheinlich automatisch erstellt. Okay, dann kann ich die Musik generell ausschalten. Coins, Shop, Basket. Das kann ich anlassen. Also auf jeden Fall mal sehen, wann die Rarity da tatsächlich dann ins Spiel kommt. Achso, das ist wahrscheinlich der Twitter und das ist der andere Kanal. Also es sind 2 verschiedene Links, die da aufgerufen werden. Und Cursor Color, achso, da kann ich die Sache da umstellen. Naja. Und das kann man auch das Spiel resetten. Wobei die Frage ist, was das bringt. So, und das sind diejenigen, die das Ganze gemacht haben. So, was auch immer jetzt die Tilde noch zu bedeuten hat. Mal gucken, ob die überhaupt funktioniert. Weil ich bin natürlich jetzt eigentlich kein Premium-User. Und die Frage ist, ob es jetzt ein klassisches Free-to-Play ist, wo man letztlich hier diese Sachen dann... Oh, ich hab schon ein goldenes Ei bekommen. Wo habe ich das denn herbekommen? Nee, Errungenschaften hat es auf jeden Fall keine. So, dann sind jetzt die nächsten wieder abgesaust. So, jetzt machen wir mal den nächsten Scientist. Ja, aber eigentlich gibt es jetzt im Moment nicht allzu viel hier dazu zu tun.
sondern das geht alles automatisch. Bei 25 wird da dann automatisch das nächste freigeschaltet und umgekehrt wahrscheinlich auch bei den anderen Sachen. Das heißt, das habe ich eh nicht im Griff. Mal gucken, wie das jetzt freigeschaltet wird, ob die alle parallel. So, da ist der 25er freigeschaltet, hier ist der 25er freigeschaltet. Also wird in allen Reitern gleichzeitig freigeschaltet, je nachdem welches ist, und dann wird es zurückgesetzt. Wobei, nee, zurückgesetzt wird es nicht, es bleibt bei der Anzahl. Also das heißt, bei 700 ist hier dann schon Schluss. Ähnliches bei denen dort. Minus eine Sekunde to all egg rates. Dann 1,1 for selling chickens. Dann small rice at 10, okay, 10% mehr. Oder beziehungsweise 10 Cent mehr pro Klick. So, da kann ich ein neues Rack dazu holen. So, catch 15 eggs für $25. Hat ein extra Basket für easier catching. Ja, genau, das brauche ich als erstes. Das machen wir mal die $200 dann komplett. So, weil ich mal schauen, wie weit ich dann tatsächlich nur so wenig Eier aufsammeln kann. Ein bisschen so wenig Baskets kaufen kann. So, sobald ich den zweiten Basket zusammen habe, kann ich dann ziemlich entspannt mich wieder in dem Menü bewegen und mal gucken, was dann noch an sinnvollen Erweiterungen sonst zu kaufen ist. Also, zweiter Basket her. Okay, das heißt also, ich kann tatsächlich nur einen weiteren kaufen. Okay, vielleicht bekomme ich hier noch einen dazu. Und hier bekomme ich jetzt weitere Boni. Das heißt, hier kann ich Sachen dann freischalten, dass eben dieses Fieber einfach ein bisschen stärker wird. Das heißt, hier kann ich jetzt erstmal auf den 50er natürlich noch sparen, damit ich dann 25 Bonus bekomme. Und ja, ansonsten nach und nach jetzt hier die Hühnchen austauschen. Beziehungsweise, also das hier sind Chicken, das hier sind jetzt Enten. Wir sehen Giant, you might want to run. Okay. How does he even lay eggs? So. Also known as Gordon Free Range. Ein Mutant. Two heads and two bumps. Oh, das heißt, er kann doppelt so viele Eier legen. Kostet immer schon 250. Und der Chef, too many cooks, spoil the butch. Fat buff, egg rate, 20 bis 20, also alle 20 Sekunden dann genau. Don't lay eggs, can't buff other chefs. Gut, hier ist nichts Besonderes, das sind ganz normale. Gut, der macht die Forschung, das war ja auch notwendig, sonst hätte ich ja die Sachen nicht freischalten können. Gut, der macht Werbung, macht dafür mehr Dollar, $4 pro Egg. So, die Gans macht 5, also 4% Chance to lay a $50 Egg. Okay. Achso, das stand im Menü mit den Eiern. Das wäre das da, Eckrarities. So, also der macht 2 auf einmal. Der macht eigentlich gar keine und kann Chefs nicht buffen, aber die Fat Buff wird um 0,02. Das heißt, die wachsen dann schneller. Statt nur 0,02 sind dann 0,04. Die Frage ist nur, wie buff close bei Chickens Fat Gain. Die Frage ist natürlich, wie viel der oder welche der alle bufft. Alle, die über unter ihm sind, in der gleichen Reihe, rechts, links oder so 3D-Printer. Das sind Get Fat, okay, nimmt natürlich nicht zu. Aber er produziert alle 15 Sekunden ein $8-Ei. Das klingt doch schon mal interessant. Dafür kann ich ihn später nicht verkaufen, aber ist halt die Frage, lieber Eierproduktion oder lieber Hühnchenproduktion? Und die weiß jetzt natürlich noch nicht, was sie machen. So, auf 80 bin ich jetzt bald. So, gut, für die Baskets, ja, den kann ich ja nicht weiter kaufen, aber hier, das wollte ich ja schon mal upgraden. Ich kann auch gleich auf $20 gehen. Die Frage ist natürlich dann, addiert sich das auf oder ist es jetzt eigentlich komplett sinnlos, das zu kaufen? Beziehungsweise 15x, das heißt, da habe ich dann mehrere Stufen. Mal schauen, was dann passiert, wenn ich den jetzt noch dazu kaufe. Sollte ja relativ schnell jetzt aufgehen. Komm, komm. Dann kann ich eigentlich ein Idle-Build anfangen und zu sagen, okay, ich mache irgendwie alles mit diesem
Eier produzieren, Dingsbums. Ah, da ist das nächste freigeschaltet. Chicks Tier 1. Ah, hier steht überall Tier 1. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich dann, ja, das heißt, ich kann die upgraden. Deswegen wird es dann um 1 Dollar höher. Aber da ist jetzt natürlich immer noch die Frage, wann bekomme ich die eigentlich? Oder wodurch? So, kommt das jetzt mit dazu? Nee, das ist ja absurd. Oder naja, vielleicht bekomme ich es auch dazu. Nur, dass das hier die Maximal ist und ich die anderen dann vorher schon mal bekomme. Also mal gucken, wenn das hier jetzt 20 sind, dann müsste ja irgendwo hier hinten schon mal eine 25er Bonus auftauchen. Oder es hat tatsächlich dann keinen Effekt mehr. Genau, lass noch ein paar plumpsen. Okay, also die Rex werde ich im Moment nicht dazu holen, weil die muss ich ja dann manuell auffangen. Und wenn ich die manuell auffangen muss, dann habe ich ja das Problem, dass die hier alle runterfliegen, wenn ich das nicht tue. Dann kriege ich die Cash-Ins nicht. Okay, das ist für das Klicken. Okay, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie 25er bekommen. Das heißt, die niedrigstufigen Boni lohnen sich dann nicht. So, gucken wir mal hier, 50 Cent dazu. So, das heißt, ich bekomme jetzt zumindest 60. Dann sollte ich jetzt relativ schnell 75 bekommen. Und mal gucken, ob ich dann zumindest da, dass beides sich zusammen addiert. Also hier wird es wenigstens addiert. Da sind beide Upgrades dann praktikabel. Hier ist allerdings auch schon relativ bald Schluss. Das heißt, allzu viel gibt es in dem Spiel dann wahrscheinlich nicht zu tun. Außer, dass man natürlich hier die, ja, wie auch immer, das noch ewig aufleveln kann. Aber ob das hier jetzt eine passende Rücksetzmechanik hat, weil das wäre ja eigentlich genau das, wenn man sagt, okay, ich kann die erst verwenden, wenn ich das Game einmal resettet habe. Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, und hier gibt es tatsächlich nur den Maximalbonus. Okay, hier kann ich doch die Eier ein bisschen besser dann machen. Das heißt, wir kaufen mal die 100 dazu. Das dürfte ja zumindest additiv sein. Ja, und hier eigentlich dann nur noch auf 150. Dafür brauchen wir 5 Eier mehr. So, das heißt, mit 200 Dollar kann ich dann zumindest dann die Eierproduktion auf 15 Sekunden senken. Beziehungsweise der macht ja eigentlich dann theoretisch 2 Eier alle 11 bis, naja, auf 15 Sekunden. Dafür hat das Ding aber schon einen Wert von 8 Dollar. Und ich kann das Ding nicht wieder verkaufen. Can buy up to 10 per cage. Das heißt, ich kann davon maximal 10 Stück kaufen. Aber was bringt mir der denn? Consistent Sell Value. Okay. Also ich bezahle 200 dafür und bekomme was zurück? Ist eigentlich echt schade, dass die alle gleichzeitig sind, dass man sich das gar nicht selber aussuchen kann oder muss. Aber das heißt, sobald die einmal alle durchgelaufen sind, sind die Scientist-Hühner dann auch überflüssig. Mein erster 3D-Printer dazu. Achso, muss ich natürlich erst einen Platz schaffen. Signifikant bewachsen sind die immer noch nicht. Und der kann konsistent dann eben für 100. Ja, das heißt, ich verliere trotzdem die Hälfte dabei. Aber immerhin sind es jetzt schon 9, weil natürlich das Upgrade da drin ist. Hey, da war doch jetzt ein Bonus drin dann. Vielleicht gibt es ja doch noch den 25er Bonus. Naja, auf jeden Fall kann ich mir schon mal den nächsten 3D-Printer kaufen. Also weg mit dir und das nächste Ding her. Und dann kann ich mir gleich den nächsten kaufen. Das geht doch jetzt ruckzuck. Achso, Moment, da gab es doch noch ein Click-Upgrade. Okay, bei 800. Naja, so lange muss ich jetzt nicht warten. Und das lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, die mit 10% mehr. Minus eine Sekunde zu allen Eckrates. Das wäre doch auf jeden Fall noch was. Das heißt, dann sind die schon alle 14 Sekunden. Wäre natürlich schön, wenn hier noch eine Anzahl stehen würde, wie viele eigentlich das aktuell sind. Weil im Moment brauche ich ja bis 25. Wann kommt das nächste dazu? Also 500 würde mich das Ding kosten. So, und dann das nächste Rotkehlhuhn weg. Und... Nein! Na so, und Käse. Ich wollte doch den 3D-Printer kaufen und nicht das Ding da. Naja. Ja, also nicht draufklicken.
bevor man hier in der richtigen Position ist. So, der nächste Printer. So, sobald das Ding wieder voll ist, kann ich noch einen Printer kaufen. Ah, da ist das Goldei gewesen. Okay, also die lassen tatsächlich die Goldeier purzeln. So, wie viele brauche ich jetzt, um den ersten 3D-Printer? 50! Das ist heftig. Aber dann würde ich den Value verdoppeln. Weil die Frage ist, warum sollte ich jetzt die anderen... Ja, die Frage ist, was das Tier zu bedeuten hat. Das heißt, je nach Tier, das heißt Raritier 1 bis 5 und dann bei Tier 6 bis 10. Das heißt, sobald die Tier 6 wären, dann würden die auch die Eier droppen lassen. Wobei 1 bis 5 ist ja nicht... schwer zu sagen, wie das dann genau gemeint ist. Ah, hier kann ich gleich noch ein weiteren Dollar dazu holen. So, das sind jetzt schon 10 Dollar pro Ei und das alle 14 Sekunden. Hey, das war doch ein teureres Ei. Das heißt, das war das vorhin wahrscheinlich, wo das plötzlich so stark angestiegen ist. So, das heißt aber wahrscheinlich jetzt hier am besten das auf die 500 sparen, damit ich dann 150 bekomme für diesen Bonus. Und dann kann ich den Klicker hier noch aktivieren. Okay, du hast wieder was freigeschaltet. Ah, die weiteren Hühnchen. Multiply stolen meat by 1,2. Thanks to a page of science for this one. Steals meat from close by chickens. Can steal from other carnivores. Okay, das heißt, du stealst Fat Values oder was stealst du dann? Another day at the office has an income. Das heißt, der bekommt alle 60 Sekunden 50 Dollar. Sexy shit in. Doesn't gain fat, doesn't lack, has an income. 150. Chicken. Has pretty cookie about his street fighting abilities. Der legt auch keine Eier. Start fights to bet on. Right click to start fight. Das heißt, er kann alle 5 Sekunden kämpfen, aber je nachdem, ob er gewinnt oder nicht, gibt er dann 100 Dollar. Nee, das heißt, ich muss dann auf den setzen und entweder gewinne ich oder verliere ich und dann verliere ich meine Kohle. Nee, ich glaube, da war ich spinnen. Dann machen wir das doch das gleich noch. Eine weitere Sekunde verkürzen. So, als nächstes könnte ich dann jetzt noch einen Rack dazu kaufen und noch mehr von den Forschungschicken kaufen. Aber erstmal mache ich den 3D-Printern voll. Lässt du immer diese orangen Dinger purzeln? Langsam steigt mal der Wert von dem Hühnchen. Nächster 3D-Printer erstmal fällig. So, das ist auch der passende Hühnerstall. Nur Wissenschaftler und 3D-Printer zur Eierproduktion. Was braucht man mehr? Jetzt habe ich noch eine ganze Reihe von Scientists. Das heißt, es sollte jetzt relativ schnell abzuschließen sein, was die Forschung angeht. So, als nächstes jetzt die 800 Dollar dann für das 1-Dollar-Klick. Achso, Moment, der Basket aktiviert natürlich erstmal den noch, damit ich die 150 dann zumindest bekomme. Damit ist der Bonus für das Klicken noch möglich. 1 Dollar mehr, 1,70 Dollar. Sehr schön. So. Was brauche ich jetzt noch? Also, das dauert ja noch eine Weile, bis ich da eventuell genug Gold zusammen habe. Und ja, jetzt kaufe ich mal noch ein Rack, um mir dann anzuschauen, was ich jetzt mit den anderen noch anstellen kann. Also vor allem, was die ja dann tatsächlich machen, weil ich weiß immer noch nicht, bei 10 per Cage werden die dann erwachsen. Wobei, der legt auch Eier. Das ist natürlich unpraktisch, weil der darf keine Eier legen. Also, ja, mit dem nächsten Rack dann erstmal noch weitere Forscher dazu, damit ich im Endeffekt die Forschung dann ziemlich schnell abschließen kann. So, ein weiteres Rack und weitere Scientists, also dass die wirklich dann jede Minute dann jedes ein so ein Scientist Point erzeugt.
Okay, das war's schon. Ja. So, das heißt, läuft ihr eigentlich alle im gleichen Takt oder habt ihr einen eigenen Timer? Mal gucken, ob die 62. Okay, ihr habt eigene Timer. Ja. So, gab es jetzt hier schon ein neues Hühnchen? Oh ja, ein Fetti. So, der wächst schon mit 0,03 für alle 45 Sekunden. Und hat auch ein I-Value von 5. Ein Bunny. Lexa for Random Value 1 bis 8 Dollar. Okay, das heißt, das wechselt dann öfter. Was ist das Chicken Bobbing? Ah, okay, das heißt, dann wackeln die hin und her. Nee, das brauche ich nicht. So, wofür gebe ich denn jetzt noch was? Ah, die nächsten sind freigeschaltet. Sehr schön. Wie brauche ich denn noch? 600, dann sind alle hier freigeschaltet. Singer. A Yay's from Me. Simon Cocker Egg Factor. 300 Dollar Egg Value. Achso, er legt keine Egg da. Er hat auch ein Einkommen. Das heißt, das nächste Reck kann ich eigentlich mit Incomes natürlich füllen, klar. Hast du 8% Chance to lay a 500 Dollar Egg. Aber so ein Einkommen hier alle 15 Sekunden, das wäre natürlich noch viel spannender. Aber 10.000 erstmal zusammenbekommen, das dauert. So, wer hatte hier noch ein Einkommen und keine Eier? Okay, das Betthuhn natürlich nicht. Aber du hast 150 Einkommen bei 55 Sekunden. Du hast 60 Sekunden, dafür wirst du fett, du nicht. 2000 kostet das. In der Erde Office, 50 Dollar. Okay, das war das einzige mit Income. Die anderen hatten noch keins. Gut, dann heißt das nächste Rack kaufen bei 2,5. Das dauert natürlich noch. Okay, du gehst noch bis 700. Du bist im Endeffekt abgeschlossen. Hier gibt es keine weiteren. Ah, Triple Willing. Dann könnte ich natürlich doch noch einen weiteren Ei-Produzenten dazu kaufen. Aber das ist auch erst bei 10.000. Und das nützt mir natürlich vorerst auch nichts. Bis 600 gehst du noch. Wobei die 600 ist eher das, was hier gilt. Das heißt, wenn die hier erforscht sind, dann kann ich das andere aktivieren. 2 Dollar pro Klick. 25.000, das dauert aber noch. Also erstmal das nächste Rack. 2.500, das sollte jetzt bald zu erreichen sein. Ich denke, dann kann ich das Spiel heute schon wieder abschließen, weil so viel gibt es ja hier jetzt nicht zu tun, vor allem da es keine Reset-Mechaniken hat anscheinend. Aber vielleicht erscheinen die auch erst noch. So, jetzt habe ich das weitere Ding freigeschaltet. Genau, das heißt jetzt erstmal die Einkommensleute, wobei die 2000, das dauert. Aber das nächste Basket kostet 10.000, das dauert auch eine ganze Weile. Also auf jeden Fall werde ich erstmal dann auf sexy sparen. Weil statt 1.450 Einkommen, dann lieber 150 bei 55. Und wieder verkaufen muss ich es eh nicht. Weil die bleibt dann. Und dann habe ich noch zwei weitere Racks. Ja, also das Rack und das Rack kann ich dann später noch kaufen. Und kann da dann noch einen weiteren mit dem Basket voll machen. Also auf jeden Fall ist die Forschung bald abgeschlossen. Dann muss ich mir überlegen, was ich mit den ganzen Scientists mache. Na, der nächste ist freigeschaltet worden. Cannot sell, doesn't get fed, maximum of 3. Ob it's the farm laying meteor eggs from space. 2000! Das heißt, wenn die 10 Eier gelegt haben, haben sie sich auf jeden Fall schon. Boah! Und die legen die in 20 bis 35 Sekunden. Aber ich werde das Ding nicht wieder los. Naja, ich werde jetzt noch nicht auf 20.000 sparen, weil das ist doch ein bisschen heftig. Zumindest ohne die hier. Aber das heißt, hier bekomme ich pro Minute dann 150 nochmal dazu. Also Income 150 und sonst steht nichts weiter dazu. Okay, der Verkaufswert ist generell 0. Super. Das heißt, der Wiederverkauf von denen ist auf jeden Fall nicht möglich. Also das nächste ist die
Eierproduktion nochmal anzukurbeln mit 10.000. Das ist wahrscheinlich die sinnvollere Produktion, weil dann bekomme ich, während ich sonst die 150 alle 55 Sekunden bekomme, wenn ich jetzt die Produktion noch auf die 3D-Printer noch um eine Reihe erweitere. Das heißt, nochmal alle 15 Sekunden fällt da ein Ei. Das heißt, es fallen 4 Eier in 15 Sekunden und sorgen dann dafür, dass hier die 25 Eier schneller zusammenkommen. Mal gucken, ich habe dann 12 von denen, also 12 Stück alle 15 Sekunden. Das heißt, 30 Sekunden würde ich 150 dazu bekommen. Plus natürlich die Eye-Values und so weiter. Ja, 14 haben wir jetzt schon mal. Das heißt, die würden jetzt 2 Research-Punkte produzieren. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. So viele brauche ich doch gar nicht mehr. Das heißt, da ist doch die Investition vollkommener Humbug. Das heißt, bei weiteren 12. Das heißt, ich brauche noch 100 Forschungspunkte an der Stelle. Ah, hier ist das nächste Food. Das geben wir mal aus. Dann werden die hier jetzt noch etwas teurer. 11 Dollar pro Stück. So, die Rex noch nicht, aber da sind noch 700. Das heißt, mir fallen hier noch gerade mal 206 Forschungspunkte, bis ich alles freigeschaltet habe. 4 Dollar pro Klick dazu. Naja, die beiden kann ich auch schon mal kaufen. Die helfen mir zumindest. Habt ihr noch einen Restwert? 16,67. Naja, 23. Das lohnt sich zwar jetzt da nicht wirklich, aber zumindest kriege ich da ein bisschen mehr zusammen. Okay, der nächste Rack wird benötigt für 20.000 und das Triple Wielding für 10.000. Das heißt 30.000 plus dann 4 mal 8, 200. Das dauert alles noch eine Weile. Aber wir haben die Dark Mage freigeschaltet. His unstable power may switch chickens around. Was bringt das denn? Okay, er produziert Eier in 5 bis 7 Sekunden. Die Dinger kosten 15. Das heißt, der kann noch, aber 100.000, boah. Wechselfit, boah, das ist ja ein Monstervieh. You will need to help him unconticipate. 150 Dollar pro Ei. Need to be tickled to lay eggs. Das heißt, den muss ich dann immer noch anklicken, damit er wirklich ein Ei fallen lässt. Wenn der mit 4 maximal fett werden kann. Das heißt, hat er dann auch den vierfachen Wert von seinem Ursprungswert. Das heißt, wird er dann 480 kosten, also 480.000. Aber was kaufe ich denn dann für das Geld noch? Weil zumindest das Wachstum ist unglaublich langsam. Also da sehe ich noch nicht, dass sich das wirklich lohnen würde. Wieso hattest du eine Max-Fat-Rate, wenn du eh nicht wachsen kannst? Ah, ich habe die nächsten 2000 zusammen. Das heißt, mein nächstes Sexy ist fällig. Das heißt, um das nächste anzuschaffen, braucht ihr schon noch die Hälfte der Arbeit oder die Hälfte der Zeit. Ach so, wahrscheinlich, wenn ich den mit dem Fat-Buff kombiniere, wäre der in der Lage, dass das Ding trotzdem wächst, obwohl es keine eigene Fatrate hat. Das heißt, ich könnte natürlich mit dem, der legt keine Eier, aber ich könnte damit dafür sorgen, dass die um ihn herum deutlich schneller fett werden. Okay, jetzt läuft es einfach nur noch so. Das heißt, hier passiert nichts mehr. Hier fehlt bloß noch der Sitz bis 700. So, was ist jetzt das letzte Hühnchen? Ein Developer. Works on a projects over time. 75.000 on finish. Can work with other devs to speed up the progress. Look ma, it's me. Also wie viel braucht ihr dann, um das Ganze zusammenzubekommen? Das erklärt leider mal wieder überhaupt nichts, weil die werden ja nicht alle 30 Sekunden das 75.000 Dollar Ei fallen lassen. Weil sonst muss ich mir das einmal anschaffen und innerhalb einer Minute rechnet er sich schon. Weil den würde ich natürlich gerne ausprobieren. Aber dazu brauche ich noch ein bisschen mehr Kohle. So, dann stellen wir jetzt mal noch einen Chef ein und gucken mal, wen der jetzt alles bufft. Tauschen wir dich mal aus. 0,1 pro Sekunde. Da steht auf jeden Fall nichts, dass du irgendjemanden buffen würdest.
Also zumindest wird es nicht angezeigt. Das ist ja auch wieder Käse. Woher weiß ich denn, auf welche du jetzt tatsächlich wirkst? Das heißt, ich muss jetzt gucken. Okay, du bist jetzt mit 82 gestartet. Du bist auch um 0,2 gestiegen. Ja, da wäre es einfach schöner, wenn die Updates natürlich deutlich besser dargestellt würden. So nützt mir das relativ wenig. Also ich vermute mal, dass tatsächlich die waagerecht um ihn herum sind, gebufft werden. Aber nicht die Diagonalen. Zumindest der hat jetzt schon 44 bekommen. Wenn der natürlich nur 38 hat. Und der nimmt auch deutlich schneller zu als die hier unten. Ja. Okay, dann mal gucken. Was sind denn jetzt die teuersten von euch? 93. Dann kann ich jeweils den teuersten Scientist verkaufen. So, dann sind jetzt die ganzen 90er um dich herum gruppiert. Und vielleicht werden die ja sogar noch einigermaßen zügig fertig. Aber sie können keine Köche selber buffen. Ist okay. So, dann wäre es jetzt auf jeden Fall den ersten Scientist zu verkaufen, damit ich meinen nächsten Sexy kaufen kann. 95, 99, okay. So, da ist jetzt die 700 auch abgeschlossen. National Expansion hatten wir schon. Warst du jetzt der Letzte? So, kann man die immer noch kaufen? Ist das auch weg? Keine Ahnung, warum es so sinnvoll wäre, da Nägel reinzumachen. So, genau, das Reck ist, glaube ich, das Letzte, was erforscht wurde mit 100.000. Das heißt 4 und 5, das heißt, es sind noch genau die zwei Reihen, die noch verfügbar sind. Orbits to Farm, das heißt, der braucht dann gar keinen Platz wahrscheinlich. Okay, nächster Scientist weg. So, langsam beschleunigt sich das Ganze entsprechend, weil Sexy ja jetzt dann alles übernehmen wird. Ich habe immer jetzt noch keinen Upgrade machen können, weil sich das alles nicht gerechnet hat. Ich frage mich, ob die goldenen Eier dann wenigstens offline gesammelt werden, weil sonst wird man wahrscheinlich ewig brauchen, bis man da eine ausreichende Menge zusammenbekommt. So, die 2000 sind schon wieder erreicht. Ich denke mal, drei Scientists lasse ich noch drin und die anderen fünf werde ich noch verkaufen. Mal gucken, was ich mit dem Chefkoch anstelle. Also 56, 89, 77, 89. Also 89er raus. Und der 54er dorthin. Und das nächste 2000 $ Hühnchen. Kriegt man überhaupt nicht. Doch, da wird dann angezeigt, wenn die 150er reinploppen. Nur, dass man halt das logischerweise nicht weiter sehen kann. Also ein Scientist erstmal noch raus und dann heißt es sparen auf das nächste Rack und den nächsten Korb vor allen Dingen. Tja, da kann es zumindest froh sein, dass der Autoklicker nicht läuft, weil mit dem Autoklicker hätte ich sonst sofort hier durchlaufen können. Die Frage ist, ob bei den hier Dingern hier am Ende dann doch noch irgendwas zumindest kommt, auch wenn ich es im Moment nicht sehen kann. Oder vielleicht ist es auch nur ein Gimmick, dass es hier nicht zu Ende läuft. Hier steht ja auch Research will next unlock, aber hier kommen keine Zahlen mehr zustande. So, aber ich werde das jetzt für heute erstmal bleiben lassen. Das heißt, es kommt dann nächste Woche nochmal ein Update von Chicken Farm. Mal gucken, was ich bis dahin hier anstellen konnte. Und jetzt geht's weiter zum nächsten.